Meine sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, in vielen Bundesländern wird derzeit in den Parlamenten und Ausschüssen über die Einrichtung einer Pflegekammer diskutiert. Überall in der Republik haben sich Fördervereine und Initiativgruppen zur Schaffung von Pflegekammern gegründet. Gerade letzte Woche wurde auf Antrag der Bayerischen Bündnisgrünen hin eine Landtagsanhörung zur Einführung einer Pflegekammer durchgeführt. Hier hat Professor Gerhard Igel vom Lehrstuhl für öffentliches Recht und Sozialrecht in Kiel übrigens noch einmal bekräftigt, dass rechtlich nichts gegen die Einrichtung einer Pflegekammer einzuwenden ist. In Schleswig-Holstein finden wir eine entsprechende Formulierung im Koalitionsvertrag. Hier heißt es, Zitat, wir wollen die Attraktivität des Pflegeberufes stärken. Hierzu gehört für uns eine bessere demokratische Beteiligung an Entscheidungen. Daher werden wir eine Pflegekammer und eine Berufsordnung für Pflegekräfte auf den Weg bringen und den Landespflegerat im Landespflegeausschuss beteiligen. Zitat Ende. In Niedersachsen haben wir als Bündnisgrüne einen Gesetzentwurf zur Einrichtung einer Pflegekammer eingebracht. Und auch die SPD spricht sich dort seit langem für die Einrichtung derselben aus. Dabei sind die Parteigrenzen in diesem Diskussionsprozess fließend. Blicken wir nach Bremen. In Bremen finden wir einen Antrag der CDU, der fordert, die Einrichtung einer Pflegekammer zu prüfen. Dieser wurde von der rot-grünen Regierung abgelehnt. Wieder anders in Rheinland-Pfalz. Hier haben sich bereits die Pflegeverbände einstimmig für eine solche Vertretung ausgesprochen und sowohl die Landesregierung als auch die CDU positionieren sich hier pro Pflegekammer. Fast mutet es kurios an, dass es bisher in keinem Bundesland zu der Gründung einer Pflegekammer gekommen ist. Aber fast alle Bundesländer tun eines nicht. Sie verschließen sich nicht einer offenen Diskussion zu Pro und Contra einer Pflegekammer. Denn in einer älter werdenden Gesellschaft wundert es eigentlich nicht. Einen Moment, Frau Gajek. Also wenn es hier vorne in der Reihe Gesprächsbedarf gibt, dann kann ich Ihnen die Lobby empfehlen. Da gibt es sogar ein Glas Wasser dazu. Aber hier drin ist es nicht geeignet. Wir haben hier eine Landtagssitzung, wir haben hier eine Rednerin und ich denke mal, sie verdient Aufmerksamkeit, insbesondere von der Fraktion, der sie selber angehört. Entschuldigung, die es ist eine Sternstunde, wie wir eben von Herrn Renz hörten, der jetzt leider gar nicht da ist. Aber gut, ich fange noch mal an. Aber fast alle Bundesländer tun eines nicht. Sie verschließen sich nicht einer offenen Diskussion zu Pro und Contra einer Pflegekammer. Denn in einer älter werdenden Gesellschaft wundert es eigentlich nicht, dass eine Debatte, die vor mehr als 20 Jahren in Hessen ihren Anfang nahm, seit einigen Jahren wieder ganz neu entfacht ist. Es ist die logische Folge einer alternden Gesellschaft, in der die Pflege eine immer wichtige Rolle spielt. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, was für die Gesellschaft wichtig ist, sollte auch im Parlament eine wichtige Rolle spielen. Deshalb haben wir uns als Fraktion entschieden, diesen Antrag einzubringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen offenen Diskussionsprozess über die Einführung einer Pflegekammer brauchen. Hier im Parlament, in einem abgestimmten Diskussionsprozess und unter der Beteiligung aller betroffenen Akteure. Denn die Debatten in den Ländern zeigen, dass wir sehr genau zwischen den Vorteilen und Risiken einer Pflegekammer abwägen müssen. Aber dies sollten wir in einem transparenten Prozess tun, der hier im Parlament beginnt. Gerade vor diesem Hintergrund ist es schade, dass die CDU-Fraktion ihren Antrag kurz vor der letzten Sitzungswoche zurückgezogen hat. Ich konnte keine Presseberichte entnehmen, dass dies aus Rücksicht auf Stimmen geschehen ist, die vor der Einrichtung einer Pflegekammer waren. In dem Artikel selbst konnte ich nur von Stimmen der Arbeitgeber lesen, die sich gemeldet haben. Aber Sie haben ja mein vollstes Verständnis dafür, dass Sie nun in den Dialog mit den verschiedenen Akteuren treten wollen. Aber machen Sie es transparent, nutzen Sie diesen Antrag und sorgen Sie dafür, dass die Abwägung Pro- und Contra-Pflegekammern in einem demokratischen Prozess erfolgt. Und natürlich ist es zentral, dass wir auch die Pflegenden selbst zu Wort kommen lassen. Deshalb fordern wir in unserem Antrag eine repräsentative Befragung zur Einschätzung der Pflegenden über die Notwendigkeit der Einrichtung einer Pflegekammer hier in unserem Bundesland. Nur so können wir wirklich die Akzeptanz einer solchen Einbindung messen.
Gleichzeitig kann eine solche Befragung dazu dienen, Hinweise auf eine mögliche Ausgestaltung zu gewinnen, wenn wir etwa Erwartungen oder etwaige Bedenken mit erheben und in der nachfolgenden Diskussion entsprechend würdigen. Dies wäre zugleich ein Signal an die Pflegenden selbst, dass wir der Pflege die Bedeutung zukommen lassen, die sie verdient. Auch hier lohnt sich im Übrigen ein Blick über die Landesgrenze. So gab es etwa in Sachsen bereits eine repräsentative Umfrage, in der sich die Mehrheit der Pflegenden für die Einrichtung einer Pflegekammer ausgesprochen hat. Lediglich rund 8% der Pflegenden votierten hier gegen eine solche Pflegekammer. Es ist also durchaus sinnvoll, alle Seiten anzuhören. Allerdings zeigten sich fast 23% noch unentschieden, was durchaus ein Hinweis darauf sein kann, dass es wichtig ist, vor einer Umfrage in der Berufsgruppe zu informieren und aufzuklären. Nö. Sehr geehrte Damen und Herren, die Erwartungen, die an eine Pflegekasse gestellt werden, sind ja gleichzeitig ein Ausdruck dafür, woran es derzeit mangelt. Obwohl die Pflegenden die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen darstellen, werden sie bisher zu wenig in politische Entscheidungsprozesse eingebunden. Ich denke, wir sollten sorgfältig abwägen, ob nicht tatsächlich eine gebündelte Interessenvertretung den Anliegen der Pflegenden in Öffentlichkeit und Politik ein stärkeres Gewicht verleihen kann. Ich denke auch, dass wir uns darüber einig sind, dass der Stellenwert der Pflege insgesamt gestärkt werden muss. Ob die Pflegekammer dazu das geeignete Instrument ist, sollten wir gemeinsam unter der Beteiligung aller Betroffenen diskutieren. Kurz, schauen wir ganz genau hin, ob die Pflegekammer dazu beitragen kann, der Pflege eine eigene Stimme zu verleihen, mit der sie sich selbstbewusst zu Wort melden und ihre Interessen selbst vertreten kann. Ob bei allen Fragen zu Aus-, Fort- und Weiterbildung, bei Ausgestaltung einer Berufsordnung, bei ethischen Fragen im Pflegebereich, bei Qualitätsstandards in der Pflege, ob bei all diesen Fragen eine Pflegekammer eine Lösung für Mecklenburg-Vorpommern sein kann. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe vorhin von Erwartungen gesprochen, Erwartungen, die in eine Pflegekammer gesetzt werden. Unsere Aufgabe muss es auch sein, dass diese Erwartungen nicht enttäuscht werden. Deshalb müssen wir uns auch mit den Risiken einer Pflegekammer beschäftigen und die Gegenargumente sorgfältig prüfen. Niemandem ist geholfen, wenn lediglich unproduktive Doppelstrukturen entstehen. Niemandem ist geholfen, wenn eine Kammer kommt, die nicht gewollt ist. Und niemandem ist geholfen, wenn einen Mitgliedsbeitrag zahlen muss, für den er keine entsprechende Gegenleistung erwarten kann. Letztlich aber gilt die Frage, ob eine Pflegekammer in unserem Bundesland gewünscht ist oder nicht, ob die Voraussetzungen gegeben sind oder nicht, ist eine Frage, die wir die Lobbyabteilung beantworten lassen dürfen. Es wäre ein fatales Signal, wenn in jeder Pflegerede die Bedeutung der Pflegenden hervorgehoben wird, aber bei der ersten Gelegenheit vor einer ernsthaften Debatte die Flucht in die Hinterzimmer angetreten wird. Deshalb möchte ich sehr dafür werben, dass wir einen ehrlichen Austausch mit objektiven Argumenten darüber führen, in welche Richtung wir die Weichen für eine Pflegekammer stellen wollen. Und es ist schon erstaunlich, welche hohe Wellen unser Antrag schon vor der Einbringung geschlagen hat. Bereits heute Mittag konnte ich in einer Pressemitteilung der SPD lesen, dass die Einrichtung einer Pflegekammer geprüft wird. Was Sie aber geflissentlich schweigen, ist die Tatsache, dass sich unter dieser vermeintlich breiten Prüfung lediglich 2 von 34 Fragen in einem Fragenkatalog verbergen, der im Rahmen einer Anhörung zur Änderung des Landespflegegesetzes erstellt wurde. Noch dazu sind die Fragen unspezifisch formuliert. So werden Sie der Sache ganz sicher nicht gerecht. Die Einrichtung einer Pflegekammer wäre eine weitreichende Entscheidung und wir halten auch eine entsprechende Diskussion für notwendig. Mit lediglich 2 unspezifischen Fragen eine solche komplexe Thematik erledigen zu wollen, damit machen Sie es sich sehr leicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus